Yay, der Loop RDA in der Version 1.5. Irgendwie immer noch so ein bisschen das alte Gerät, aber so ein paar Sachen sind neu. Und die schauen wir uns heute mal in Ruhe zusammen an. Hi Leute, für Haare liegen nicht, kriege ich heute glaube ich eine 6, frisurtechnisch. Egal, ich habe nach der Arbeit mal ein kleines Mittagsschläfchen gemacht. Heute schauen wir uns zusammen an, den Loop RDA der Firma Gekewape, jetzt in der Version 1.5. Ein paar Sachen sind neu, es gibt neue schicke Farben. Und ja, das nehmen wir einfach mal zum Anlass, uns den heute mal zusammen anzuschauen. Ich habe leider den Fehler gemacht hier, das Air von Sick Berlin reinzupacken. Ich dampfe mich jetzt nochmal so ein bisschen ein. Wenn ich hier gleich so Eiszapfen hängen habe oder so, dann wisst ihr Bescheid. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal nach unten in die Detailansicht. Dann schauen wir mal an, was da so alles mitkommt. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und Geschmackstest. Also heute wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first. Wir fangen wie immer mit der Verpackung. In der befindet sich einmal der Verdampfer selber, schon mit einem Ultim Drip Tip oben drauf. Und nochmal ein zusätzliches hier kommt mit. Ja, ein Ersatzteiltütchen mit dem praktischen Multitool, ein Allen Key. Die Ersatzschrauben kommen einmal als Schlitz und auch nochmal als in Sechskant mit. Ein 510er auf 18 Drip Tip Adapter, ein Squonking Pin. Der normal ist verbaut. Wenn ihr squonken wollt, müsst ihr den einbauen. Das machen wir gleich mal. Und wir haben hier nochmal ganz viele Ohrringe. Gut, Zeit sich auch mal den Loop natürlich aus der Nähe zu sehen, hier in der Version 1.5. Wir werden später auch nochmal die Unterschiede zwischen der 1er und der 1.5er ein bisschen rausarbeiten. Kann ich euch noch so ein paar Bilder einblenden vom alten. Ich habe meinen 1er nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wo der sind. Ich habe jetzt bestimmt eine Stunde das alte Gerät gesucht. Egal. Also, den hier gibt es in verschiedenen Farben. Die zeige ich euch mal eben. Kommen wir mal zu den Bemaßungen. Wir haben einen Durchmesser wieder von 24 mm und eine Gesamthöhe von 26 mm ohne Drip-Tip. Mit dem, was ich jetzt hier drauf habe, sind wir dann bei einer Gesamthöhe bei 34 mm. Und ja, also ein schickes kleines Gerät. Aber was heißt klein? 24 mm. Ne? Aber er wirkt halt nicht so bullig vom Design her. Wir haben jetzt hier diese Streifen bekommen. Hier steht vorne weiterhin das Loop-Logo drauf. Auch hier haben wir die Airflow in der Mitte. Gucken wir gleich nochmal genau. Und von der Optik her, ja, gefällt er mir erstmal sehr gut. Auch hier haben wir wieder im oberen Bereich einen 810er Drip-Tip drin. Das sitzt relativ fest. Es kommen zwei verschiedene mit. Das hier ist halt ein recht kurzes mit 8 mm Tiefe. Und dann kommt hier nochmal ein etwas längeres mit dabei. Ja, könnt ihr euch aussuchen. Sind beide wieder Ultim. Ich weiß, viele mögen Ultim nicht. Aber natürlich passen hier auch die gängigen anderen Drip-Tips, die dem Standard hier entsprechen. Und ja, sitzen hier recht gut. Ist relativ fest alles. Können wir also diesmal nicht meckern. Ja, wir haben hier auch wieder eine äußere Airflow bekommen. Wir sehen jetzt hier schon so ein bisschen auf den Innenbereich, wo die Luft dann verteilt wird. Die können wir hier wieder komplett regeln und zumachen. Wir haben einmal die Option auf beiden Seiten hier mit diesem Gitter das Ganze dann im Dual-Coil-Betrieb zu machen. Oder auf der Seite, die, sag ich mal, gegenüberliegend von dem Loop-Logo sitzt, ist dann auch die Option jetzt hier für Single-Coil. Können wir jetzt hier, sag ich mal, eine Seite aufmachen damit. Und ja, dann ist der Rest geschlossen. Also auch hier mal weiterhin die Option, das Gerät Single Coil zu betreiben. Finde ich ganz gut. Ja, hier im unteren Bereich ist unser 510er Anschluss. Wo sollte er auch sonst sein? Ragt weit genug raus und den können wir jetzt direkt mal austauschen. Weil ich das Gerät heute fürs Conking vorbereiten möchte. Ja, dann seht ihr hier, dass das auch ein einstellbarer Pluspol ist diesmal, der hier mitgeliefert wird. Die untere Schraube sitzt halt hier relativ kurz drin und damit kann man das Ganze auch nochmal anpassen. Und dann muss ich jetzt hier ins Innere halt auch nochmal mit dem Schraubenzieher reingehen, das dann lösen. Da hängt natürlich im Inneren auch das Deck dran. Holen wir die mal hier raus. Und dann schmeißen wir den Squonking Pin da rein.
Ich drehe den hier schon mal so ein bisschen an. Ja, und dann könnt ihr den mit dem beigefügten Allen-Key oder mit einem anderen passenden Tool hier in den Insex-Scan natürlich reinpacken und das Ganze hier feste andrehen. Und dann sind wir bereit für Squonking. Gut, schauen wir immer auch nochmal in die TopCap rein. Wir haben hier auch wieder so Zähnchen bekommen, die in der oder auf der Wickelbasis eingreifen, sodass das Ganze einrastet und wir immer ganz bequem auch den Verdampfer abdrehen können und die Löcher natürlich immer die richtige Ausrichtung haben. Wir sehen jetzt hier auch sehr schön, dass der auf Single Coil gerade eingestellt ist. Eine Seite ist komplett offen, die andere ist hier entsprechend geschlossen und hier im oberen Bereich ist das Ganze abgerundet von der Verarbeitung her. Ja, schön gemacht, so wie immer. Gut, kommen wir zum Wickeldeck. Es ist von der Form her wieder diese W-Form, so wie wir sie vorher halt auch hatten. Wir sehen hier zwei Schlitzschrauben. Es kommen auch Imbusschrauben mit, die könnt ihr austauschen, wenn ihr wollt. Wenn euch das nicht gefällt, dann sind die passenden Schrauben mit, mit dem Innensechskant auch mit dabei. Wir haben jetzt hier am Wickeldeck hat sich das Ganze verändert. Ihr seht, wir haben jetzt hier so kleine Löcher bekommen. Ich blende euch jetzt mal den Vergleich ein, alt gegen neu. Dann könnt ihr euch mal angucken, ja, wie sah es vorher aus, wie sieht es heute aus. Ziel soll halt hier wieder sein, dass durch diese Löcher, die jetzt hier sich befinden, wieder so ein Art Düseneffekt entsteht und dadurch wieder zielgerichteter auf die Coil wirkt. Und das soll besser halt für den Geschmack sein. Also hier geht es ganz klar in Richtung mehr Geschmack. Zweiter Unterschied zwischen den beiden ist, dass wir jetzt hier von außen nicht mehr ein längliches Loch haben, sondern hier dieses Gitter, auch das soll nochmal zur besseren Verteilung der Luft in der Verdampferkammer sorgen. Also das sind die wirklichen Änderungen. Ansonsten haben wir auch hier weiterhin nicht ganz so viel Platz hier im unteren Bereich. Müssen die Watte halt hier irgendwie wieder nach unten legen. Das ist auch weiterhin so, dass die Schrauben, je nachdem wie dick die Wicklung ist, hier ein bisschen rausstehen und dann der Watte so ein bisschen im Weg sind, wenn wir sie verlegen. Das hat sich nicht verändert. Hier sehen wir das Zähnchen. Hier greift die Topcap ein und hält hier dran fest. Das hatten wir aber vorher auch schon entsprechend, meine ich jedenfalls. Und ja, hier unten ist Platz für eine gewisse Menge an Juice, aber wir haben auch die Wicklung hier in der Höhe sitzen, das heißt zwischen Juice und zwischen Wicklung ist relativ viel Platz. Also müssen wir gucken, dass wir die Watte so sauber verlegen, dass wir hier zumindest bis hier oben hin einen guten Nachfluss haben. Also mehr Weg muss zurückgelegt werden als bei anderen Tröpflern. Das ist dann so ähnlich wie beim Drop oder so, wo die Pfosten ja auch relativ hoch sitzen und man schauen muss, dass man da ja für guten Geschmack alles immer schön nass hält. Wir sehen hier schön den Minuspol und den Isolator, der hier dazwischen sitzt. Das ist hier dieser obere Teil ist halt nochmal hier durch den Isolator halt hier komplett der Plusbereich hier abgetrennt. Und wir sehen auch, dass wir relativ große Öffnungen haben für unsere Wicklung. Gut, ich habe hier einfach mal was vorbereitet oder vorbereiten lassen. wir haben hier eine Triple. Ja, fein fused nicht, aber fused Captain. Relativ fein. Die hatte ich hier schon drin und die war so schick und hat so gut geschmeckt. Von daher möchte ich es ja auch jetzt hier weiterverwenden. Das sieht natürlich jetzt hier im Wickelvideo sehr einfach aus. Einfach reinfallen lassen und dann festschrauben. In der Regel müsst ihr sonst halt wirklich hingehen und gucken. Am besten, dass er jetzt hier so die Breite reicht wie hier. Das ist hier, glaube ich, dieser ganz normale Geekvape-Draht, den man kaufen kann auf der Rolle. Der macht es mir natürlich jetzt hier recht einfach. Hier wird es ja nicht mehr viel verdrehen, weil die Drähte schon in der richtigen Richtung natürlich liegen. Die Schraube kommt jetzt hier von der Seite und ein Flachdraht wird natürlich dann jetzt hier gequetscht, was dazu führt sonst, dass die ganze Wicklung sich so ein bisschen verdreht, wenn ihr das Ganze festschraubt. Das Erlebnis habt ihr natürlich jetzt hier nicht, weil der Draht hier schon so gebogen ist, dass das Ganze passt. Naja, hier sieht das jetzt mal so ein bisschen. Die nimmt sich dann hier mit der Schraube mit. Kein großes Problem. Fangen wir wieder ein. Drehen das Ganze wieder in Position. Wir haben hier sowieso vorgegeben, sag ich mal, so ein bisschen, wo die Wicklung sitzen sollte. Wenn wir jetzt von der Seite hier auf dieses W drauf gucken, dann ist das auch schon so die optimale Position, möglichst mittig halt hier in diesen Spalten zu sitzen, sodass halt auch die Luft entsprechend gut die Wicklung von allen Seiten erwischt. Nicht zu hoch das Ganze, weil sonst halt der Strömungseffekt hier dann wieder zunichte gemacht wird. Gut, Akkus habe ich drin. Gucken wir mal eben, welche Leistung hier eingestellt ist. Der will noch wissen, ob neu oder alt.
Wir sind jetzt rausgekommen bei 0,25 Ohm. Gehen wir mal ein bisschen Stoff hier oben drauf. Wie gesagt, die war schon so ein bisschen in Benutzung. Aber durchs Bewegen werden wir sicherlich jetzt hier noch den einen oder anderen Hotspot haben, den wir mal rausstreichen sollten. Und das Ganze wieder so ein bisschen in Form bringen. So. Der wird relativ weich, der Draht, sobald er heiß ist. Da braucht man gar nicht so feste drüber streichen. Und ja, für mich würde ich mal sagen, reicht das schon vom Glühbild her. Man will ja immer, dass das so ein bisschen aus der Mitte anfängt zu glühen, nach außen wandert und auch rückwirkend auch wieder dann das Glühen irgendwie so ein bisschen in der Mitte verschwindet. Zweck erfüllt. Ja, dann gucke ich mal, ob ich die Firecotton da durchgezogen kriege hier. Die ist nämlich eigentlich ganz gut. Die fällt nicht zusammen und ist sehr robust. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die euch schon mal vorgestellt hatte. Das ist von Vapefly halt hier auch wieder so vorkonfektioniert. 20 Stück sind da drin. Halt von diesen ja, Dingern hier mit Pampel vorne drauf. Sind jetzt nicht so teuer und ja, ich habe da zwei von geschenkt gekriegt. Ich verwende die einfach mal und ich war bis jetzt eigentlich recht überrascht von der Konsistenz von der Watte und Geschmacksreinheit und so weiter und so fort. Also das Zeug ist nicht schlecht. Ich merke jetzt aber auch keinen Unterschied zu den anderen Premium-Watten, die ich sonst einsetze. Es ist halt eine sehr feste Watte. Die Fasern sind sehr geradlinig. Und die Wicklungen halten hier relativ lange. Also verwenden wir die jetzt mal. Gut, wir sehen, wir müssen hier relativ weit nach unten. Also lassen wir die Watte auch relativ lang. Vor allem, weil sie auch verlegen müssen. Und weil sie auch so ein bisschen Reservoir ist beim Skronken. Lassen wir hier ruhig mal ein bisschen länger stehen, das Ganze. Ja, und dann kommt der fummelige Teil hier durch das komplizierte Deck halt, das Ganze nach unten zu packen. Muss ich jetzt auch mal so ein bisschen linsen. Und wenn ich das jetzt zu euch drehe, zur Kamera, sehe ich nämlich nichts mehr. So. Also zumindest mal ist jetzt verstaut. Jetzt gucken wir noch, dass die auch fluffig liegt. Aber hier merkt man halt auch schon, die Watte, die leidet jetzt hier nicht, wenn ich hier so ein bisschen mit brutal mit der umgehe. Die ist sehr robust. Und ja, gleich wenn sie nass wird, dann plustert die sich eigentlich recht gut auf. Seht ihr, das ist relativ faserig alles. So, ist alles verstaut. Jetzt mache ich eigentlich Unsinn. Weil wir sind hier relativ leistungsstark unterwegs. Und ich packe jetzt hier mal wieder R rauf, weil ich hier unten in der Flasche auch R drin habe und ich jetzt keinen Bock habe, die Flasche auszutauschen. Also wenn ich gleich beim Geschmackstest nach hinten überfliege, dann wisst ihr Bescheid, warum. Dann habe ich es einfach mal wieder so ein bisschen übertrieben. Ja, wer R noch nicht kennt, der hat sowieso was verpasst. Das ist halt, ja, absolut geiles, süßes Wrigley's Spearmint im Mund. Super geiler Geschmack. Solltet ihr mal probieren. Ist echt lecker. Ist jetzt schon, glaube ich, die dritte Flasche oder so, die ich davon wegsuchte. Die anderen Sachen von Sick Berlin haben mich jetzt nicht so weggehauen. Die sind auch ganz lecker, aber das R ist hier einfach, ist ein Ausnahmeliquid für mich. Das hat einfach ganz viel Geschmack. Gut, ich sehe gerade, wir können hier mit der Kamera unten schön reingucken. Ich drücke jetzt mal auf den Knopf. Gucken mal, ob von unten noch Liquid hochkommt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ihr seht jetzt ein bisschen, dass da was nach oben steigt. Aber so richtig sehen, wo das jetzt hier herläuft, könnt ihr nicht. Ich glaube, hier sprudelt es ein bisschen. Da seht ihr, da kommt die Suppe hoch. Also wir können jetzt bis hier da reinkippen von unten, sag ich mal. Und wenn ich jetzt loslasse, witch, dann verschwindet das Ganze wieder. Gut, ich würde sagen, das ist jetzt so einsatzbereit. Aber es ist schön nass. Und wir können auch gleich mal mit der Leistung, glaube ich, noch so ein bisschen hochgehen. Und hier riecht schon richtig geil nach Minze. Mm. Gut, dann wären wir soweit durch. Gehen wir mal nach oben zum Fazit und zum Geschmackstest von dem Teil. Sprechen noch so ein bisschen über die neuen Geschichten und ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen Angst. Wir sind jetzt bei schnuckeligen 0,25 Ohm, sagt er.
85 Watt. Die Airflow ist komplett offen. Und drin ist Air von Sick Berlin. Ein sehr mildes, nein, kein mildes, ein absolut starkes Hammerliquid. Frische, aber nicht so Colada irgendwie, so andersartig. Ganz viel Minze, Wrigley Spearmint Geschmack, ganz viel Süße, bam. Einmal die Faust mitten ins Gesicht. Ja, das ist Air. Und das muss ich jetzt zum Testen verwenden. Ich Idiot. Na gut, ich habe nochmal gesquonkt. Wir sollten safe sein, zumindest mal gegen Dryheads. Jetzt wird's spannend. Geht noch. Ich meine, ihr kennt das, wenn man so dampft und merkt schon so hinten so diesen Husteffekt. Also der Körper will das sofort wieder rausschmeißen. Ist noch nicht da. Geht noch. Sehr viel Süße, ganz viel guter Geschmack. Schöner cremiger Dampf. Vom Geräusch her ist er so leicht im zischenden Bereich. Ich meine, ich habe jetzt die Airflow jetzt komplett offen. Wenn ich die jetzt zumache, muss ich wahrscheinlich husten. Machen wir mal. Da geht die Temperatur natürlich höher und ich kriege die volle Air-Dosis. Oh ne, geht noch. Ich habe mich so langsam dran gewöhnt. Ja, geil. Also Geschmack noch mal ein bisschen intensiver. Dampf ein bisschen wärmer. Und größerer Zugwiderstand. Wenn es jetzt hier komplett offen ist, ist es noch ganz ein Zipfelchen restriktiv, aber eigentlich auch recht weit offen. Gut, kommen wir zum Fazit. Wenn ihr die Version 1 habt, solltet euch die 1.5 holen. Ich weiß nicht. Also wir haben natürlich so ein bisschen besseren Geschmack. Das ist durch diese Düsen bedingt. Da waren vorhin nur diese komischen großen Löcher. Die habe ich sowieso schon nicht so richtig verstanden. Also das sorgt jetzt nochmal für so ein bisschen gerichteter das Ganze. Gefällt mir sehr gut. War bei der Alte auch schon gut. Das ist jetzt dann nochmal eine Nuance besser. Wobei das Liquid jetzt hier nicht aussagekräftig ist, weil das sowieso mit ganz viel Geschmack raushaut. Ich habe mir jetzt im Squonking-Bereich, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn das Ding voll ist und ihr dreht den zur Seite, dann läuft euch da Liquid raus. Das ist konstruktionsbedingt. Ja, ist so. Ist halt keine Air von top, sondern Air von der Seite. Und wenn ich auf die Seite drehe, ist da halt ein Loch und dann läuft da Liquid raus. Das kann leider nicht verhindert werden. Ja, die haben es so versucht, so ein bisschen hier durchs Wickeldeck, aber nö. Da ist halt ein direkter Zugang nach außen und ja, müsst ihr aufpassen, gerade wenn das Ding heiß ist, Liquid drin heiß und das läuft euch über die Hand, ist das relativ unangenehm. Man kann so ein bisschen die Watte da natürlich reinstopfen, dass da nichts rauslaufen kann, aber auch nicht zu hoch, weil dann ist man im Airflow-Bereich und ja. Ist Watte in Airflow? Kein Airflow. Ja, Verarbeitung ist gut. Topcap meistert hier ein. Das ist sowieso immer schön. Die Löcher sind ausgerichtet und B kriegt das Ding hier auch sauber wieder runter. Die Befestigung der Coils ist halt wieder suboptimal, weil die Schrauben kommen von der Seite. Und wenn da jetzt ein Flachdraht drin steckt und die Schraube jetzt von der Seite gegen den Flachdraht drückt, dann dreht die das halt immer so zur Seite. Das heißt, die verdrehen sich so ein bisschen. Also wenn ihr da 3 Stunden an eurer wunderschönen Coil gebastelt habt und danach die dann wieder gerade machen müsst, beschwert euch nicht. Das ist halt da so bei der Konstruktion. Und je dicker der Draht, umso weiter steht die Schraube raus. Ich hatte das eigentlich so ein bisschen im Kopf, dass das ein Problem war, aber ich habe jetzt hier genug Platz gehabt für die Watte, um die zu verlegen, weil die Schraube dann ja in diesen Wattebereich reinragt. War aber jetzt hier kein Problem in dem Sinne. Ja, schnuckliges kleines Teil. Funktioniert, tut, was es soll. Gibt es in ganz vielen Farben. Verarbeitung Ohrringe. Ne, schwerer Mod, hält. Ohrring Drip-Tip, hält auch. Also da ist von den Bemaßungen zumindest jetzt noch alles gut. Wenn das Ding mal wochenlang heiß gefahren wurde, so lassen natürlich auch Ohrringe nach. Aber das sieht alles top aus. Die Airflow-Verstellung hier ist dadurch, dass die mittig ist, macht ihr das eigentlich nicht aus Versehen. Ist jetzt nicht das Festeste und die beiden sind miteinander verpresst. Man kommt hier auch nicht dran. Ist vielleicht auch für manchen ein Nachteil, wenn sich hier was reinsetzt oder so. Man kann das nicht so einfach sauber machen. Ja, aber diese obere Hälfte hier ist mit der unteren verpresst. Das heißt, ich komme hier auch gar nicht dran an. Ich kann diesen Ring nicht abnehmen oder mal sauber machen. Oder da auch einen neuen Ohrring einbauen. Ist so, wie es ist. Geschmacklich war der Vorgänger schon im Top-Bereich. Der ist jetzt nicht da drunter. Ich würde ein bisschen höher einschätzen. Nicht, weil ich ihn jetzt total geil schmecke. Dafür ist das eher einfach zu stark und nicht nur außenreich genug. Aber durch diese Düsen, das bringt halt immer ein bisschen und ja. That's it from me. Wenn ihr noch Fragen habt, haha, dann packt sie runter in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat.
macht gerne den Daumen hoch. Und wenn noch keine Abonnenten seid, geht auf Abonnieren und werdet ihr immer informiert, wenn es von mir was Neues gibt. Und ansonsten wünsche ich euch, so wie immer, viel Spaß beim Dampfen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Dampfwolke. Achso, Heaven Gifts, die haben mir so Dinger geschickt hier, Werbung. Die haben irgendwie gerade eine Aktion. Da gibt es den auch, ich verlinke den mal unten drunter. Und die haben jetzt irgendwie 18-jähriges Jubiläum, 18-jähriges, ich weiß es nicht, irgendwie sowas oder 8-jähriges. Einfach mal unter dem Video gucken, gibt es einen Link. Haben die so Aktionen, wo es alles billiger und so gibt. That's it for me. Tschüss, goodbye, have fun and bis bald.